Option per E-Mail verschickt und der, die, diese Firma, die diese E-Mails, die denen das gehört, in diesem Fall war es, glaube ich, Yahoo, so ist es, hat das weitergegeben an die Regierung. Jedenfalls hat die Regierung, als die diesen Mann verhaftet hat und gesagt hat, du gehst für 10 Jahre ins Gefängnis, gesagt, wir haben die Informationen aus eben diesem Internetdienst. So ist es. Das ist das, was sie fürchten. Genau, das ist halt das Problem, dass dieses Verhalten, solange es demokratisch noch kontrollierbar ist, wie in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik oder wie in den USA, ich würde da die USA tatsächlich zu den Staaten zählen, wo man diesen Rechtsschutz genießt, sozusagen eine andere Qualität hat als in autoritären Systemen. Eben China ist angesprochen worden, das ist ja nicht der einzige autoritäre Staat, den es gibt. Und wir sammeln diese Informationen weltweit, die Firmen sammeln sie und sie haben ein Geschäftsinteresse daran, mit auch in diesen Gebieten ihre Geschäfte zu machen und denken dann, sie können sich das nicht leisten, dieser staatlichen Politik dann zu widerstehen. Das heißt, sie bieten ihre Hilfs-Sheriffs-Dienste auch für autoritäre Regime an. Ja, gut, aber ich meine, ist das nicht ein schlechtes Gewissen? Und gegen diese Diktaturen wird überhaupt nicht gewettert. Man redet über Islamismus, aber die Geschäfte mit China sind so gut, um über diese Diktatur auch nur irgendwie größere Schlagzeilen zu machen. Ich will jetzt mal wieder einen ganz blöden Fall konstruieren. Also, Herr Beckstein, Sie finden, es gibt in Deutschland eine Terrorzelle, die sucht im Internet, oder es gibt, sagen wir mal so, es gibt ein paar Männer, die suchen im Internet zusammen das, was man dann braucht als Bausteine für eine Bombe. Die gehen über Google, suchen hier den Baustein, dann gehen sie irgendwo anders hin, suchen das. Und dann gibt es jemand, der sieht das und sagt mal, guck mal, wenn ich das alles zusammenzähle, kommt vielleicht eine Bombe draus. Kommen Sie an die Daten gar nicht ran? Können Sie da als Staat nicht sagen, ich möchte dahin, ich möchte wissen, was die Leute im Internet suchen? Möglicherweise ist das Vorbereitung einer Straftat? Oder also jedenfalls in der Realität gibt es derartiges nicht. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, generell das Internet auf bestimmte Suchkriterien zu überwachen. Aber Sie können die Internetfirma fragen. Das Wort war generell. Aber die Internetfirma wird uns ja nicht von sich aus irgendwelche Auskünfte geben, es sei denn, wir können das verlangen. Einmal kostet es was, zum Zweiten brauchen wir auch, um einen derartigen Antrag stellen, eine Rechtsgrundlage. Meine These ist ja, dass die öffentliche Hand, die Sicherheitsbehörden sehr viel weniger speichern dürfen als viele Privatfirmen. Wenn ich sehe, was der Verfassungsschutz speichern darf, was der Verfassungsschutz löschen muss, dann ist das Zeitungsarchiv von vielen Medien sehr viel umfangreicher als das, was in den Sicherheitsbehörden gespeichert ist. Oder bei der vorigen Abfrage der Kontostammdaten. Der Verfassungsschutz darf, selbst wenn er gegen eine Person den Verdacht hat, dass er einer terroristischen Zelle angehört, nicht generell fragen, welche Konten hat die betreffende Person, sondern er muss sagen, die und die Konten, da wollen wir dann nach richterlicher Kontrolle Auskunft. Aber die Wohngeldstelle oder das Finanzamt oder die BAföG-Stelle, die darf das in einem sehr viel größeren Maße. Und darum sage ich, ich selber habe auch ein Misstrauen dazu, dass der gläserne Bürger im kommerziellen Bereich in der Tat in weitem Umfang droht. Dass die Lebensversicherung die Krankendaten nutzt und ähnliche Fragen, sowas wäre zumindest theoretisch möglich. Da habe ich gewisse Sorge und sage, da muss der Datenschutz dafür sorgen, dass nichts mit meinen Daten gemacht wird, was ich nicht will. Aber ich muss mich ausblenden können. Ich habe in vielen Fällen durchaus Interesse, wenn ich schöne Reisen oft gebucht habe, habe ich sogar durchaus Interesse, wenn mir eine besonders schöne Reise sehr günstig angeboten wird. Aber ich muss ausblenden können, sodass ich nicht etwa sage, ohne dass ich mich irgendwie wehren kann, wird mit meinen privaten Daten in der Privatwirtschaft hier sozusagen das weiterverkauft. Ja, aber das ist doch wahrscheinlich im praktischen Leben nicht der Fall. Also es kann doch sein, wenn Leute also aus irgendeinem Grund unter Verdacht geraten sind, ja, und wenn jetzt mal geguckt wird, wo ist denn das Geld geblieben und so, ja. Dann wird schon geguckt. Da wird doch, also da kann man doch dann abfragen, wo sind die immer hingefahren oder sind sie da immer hingefahren. Was ist daran also, negativ? Sie was? Wollen, Sie wollen doch, dass jemand, der eine Straftat begangen hat, überführt wird. Ja. Also wir wissen, wir können doch nicht sagen, dass das Internet, weil es existiert, ein Raum ist, wo die Sicherheitsbehörden nichts drin zu tun haben. Der Bürger, der sich darin bewegt, der weiß das. Der Bürger, der ein Auto fährt, hat sogar das Kennzeichen dran, weiß, dass er über das Kennzeichen identifiziert werden kann. Und es ist doch wichtig zu wissen, dass Straftäter in Chatrooms, wurde vorhin angesprochen, diese Unterhaltungsräume,
Kinder getarnt anbaggern zu irgendwelchen Treffen versuchen zu kriegen, Kinderpornografie versuchen mit denen zu machen, dass Terroristen übers Internet kommunizieren, ist schon so alt, da brauchen wir wirklich schon nicht mehr drüber zu reden. Wir müssen als Sicherheitsbehörden dort versuchen, die Informationen mitzukriegen, die also uns... Wir müssen präsent sein, das ist doch ganz klar. Gegen eine gezielte Recherche, genau. Gegen eine gezielte Überwachung von sehr gefährlichen Aktivitäten werden auch Datenschützer sich nicht wenden. Das zentrale Problem ist tatsächlich die Rundumüberwachung, die vollständige Überwachung von Aktivitäten, die für sich genommen erstmal unverdächtig sind. Und wenn man tatsächlich... Also gegen Filter hätten Sie, die auf gewisse... Der Filter ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber hier geht es, die Filter sind ja im Grunde genommen dann wiederum sozusagen dann Zensurinstrumente. Nein. Die Frage. Verdachtsschöpfungsinstrumente. Naja, Verdachtsschöpfung, da muss man schon mal wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Also aus meiner Sicht gibt es in der Tat eine Rechtfertigung für staatliches Handeln, wenn jemand von jemandem eine Gefahr ausgeht. Oder wenn er eine Straftat begangen hat und dieser Straftat bedächtig ist. Wir reden aber jetzt von normalen Menschen, der nichts getan hat. Natürlich, selbstverständlich. Machen Sie es uns doch mal schmackhaft, den gläsernen Menschen. Also ich meine, Glas hat so Konnotationen. Glas ist kalt, Glas ist hart, zerbrechlich, spröde und scharf, wenn es zerbrochen ist. Vorhin prägt der Ausdruck von Transparenz. Lassen Sie mich vielleicht 2, 3 Beispiele geben für den normalen Menschen. Was für Möglichkeiten und natürlich auch dann wieder immer die andere Seite der Medaille für Gefahren bei Transparenz besteht. Voilà. Da liegt noch diese Fußfessel, diese elektronische Fußfessel. Wissen Sie, dass sowas auch fürs Auto kaufbar ist? Damit ich weiß, ob es geklaut wird? Nicht nur, damit es gekauft wird, sondern dass es ganze Versicherungsgesellschaften gibt, die darauf aufbauen, ein viel transparenteres Modell aufbauen, nachdem ich meine Versicherung bezahlen kann. In England zum Beispiel Norwich Union. Je nachdem, ist eine Versicherungsgesellschaft für Autos in England, je nachdem, wie, wann, wo ich mit meinem Auto fahre, bezahle ich verschiedene Beträge. Zum Beispiel mein Auto steht in San Francisco in der Garage, die Wahrscheinlichkeit des Unfalls ist sehr klein. Wenn ich auf der anderen Seite hier irgendwie nachts um 4 in New York oder um 2, wenn die Clubs zumachen, dann noch irgendwo anders zu einer After-Hours-Party fahre, dann könnte es schon durchaus sein, dass da die Unwahrscheinlichkeit höher wäre. Und wenn ich dann bereit bin zu fahren, dann sage ich, ich möchte, dass ich dieses Modell habe. Ich habe gesagt, jetzt übertragen Sie das mal auf die Krankenversicherung. Momentchen. Dafür müsste ich jetzt dann einiges mehr zahlen. Dann sage ich, in dem Fall fahre ich lieber mit dem Taxi. Das ist also ein Beispiel, um mal dem Kunden, der Kunde hat die Wahl, ob er, das ist eine andere Frage auch der Solidaritätsgemeinschaft und so weiter, die ich jetzt nicht ansprechen möchte. Aber eine Möglichkeit der Wahl, also der elektronischen Fußfesseln, eine Transparenz zu zeigen und dann darauf aufbauend ein anderes Versicherungsmodell zu tun. Zweites Beispiel. Hier, wir haben, glaube ich, alle unsere Handys. Ich habe mein Handy immer mit dabei. Also ich hoffe, es ist ausgeschaltet, weil sonst kriegen wir ein Problem hier im Studio. Mein Handy weiß sehr viel über mich. Und eins der Dinge ist, dass zum Beispiel, wenn ich meine Kreditkarte verwende, ich gleich auf mein Handy eine kurze Textmessage bekomme. Und auf der einen Seite heißt es natürlich, dass jetzt wieder hier Dinge geschehen, dass die Telefongesellschaft davon weiß, wo ich gerade was mit welcher Karte gekauft habe. Auf der anderen Seite ist es eine sehr effiziente Art, Transparenz zur Unterdrückung von Diebstahl zum Beispiel. Also wenn jemand anderes Ihre Karte gestohlen hat, dann kriegen Sie auf dem Handy, hier wenn ist jemand gerade. Aber ich habe eine Frage noch, Also weil wenn ich bei Ihnen im Internet auf Ihre Internetseite gehe, erfahre ich alles über Sie. Ich erfahre Ihre Handynummer in Deutschland, die in Shanghai und die in Amerika. Ich erfahre, wo Sie wohnen. Es gibt sogar ein Bild aus der Luft auf eben dieses Gebäude. Ich erfahre aber auch, wann die Einweihungsparty in eben diesem Haus ist, in San Francisco. Ich habe gelesen, dass Sie im März Urlaub in der inneren Mongolei machen. Im Juni haben Sie eben die Einweihungsfeier. Im September sind Sie mit Heinz im Piemont. Ernsthaft? Ich weiß nicht, warum ich kein Internet habe. Das heißt doch nur, dass man mit ihm nicht befreundet sein kann, also weil man kein Vertrauen zu ihm haben. Was ist der kann. Vorteil, so unglaublich gläsern zu sein, wie Sie es sind? Angeberei gibt es zu. Nö. Also erstens ist es so, irgendwo möchte ich gerne eine Liste haben, die ich auf sich selbst zugreifen kann, um zu wissen, wann ich zum Beispiel morgen nach Barcelona fliege. Okay. Und da bietet es sich an, das öffentlich zu tun, sodass andere Leute sagen können, Andreas, bist du sicher, dass du eine Maschine bist hier? Zum Beispiel mich das ist doch mit Sicherheit gelogen. Nein, das steht drin. Die Frage ist, was hat er zu verbergen, wenn er so offen tut? Und was steht nicht drauf? Wo ist der Vorteil? Was steht nicht drauf? Da haben Sie recht. Nicht drauf.
Ja, aber es steht sehr viel drauf. Aber für Sie ist das alles ein Vorteil. Diese ganze Transparenz ist für Sie ein Vorteil. Ist das unsere Zukunft? Sind Menschen, die Ihre Generation und jünger sind, ist es denen eigentlich mittlerweile, sind die nicht mehr so skeptisch wie die Generation, was weiß ich, Ditfurth oder Hoge oder was auch immer? Das eine, was hier eben Geografie, Location, also der Ort, wo ich mich befinde, beeindruckt, da gibt es Firmen, zum Beispiel in Amerika eine Firma, die heißt Socialite, die auf meinem Handy sagt, wer von meinen Freunden nahe dabei ist und vielleicht möchte von denen gerade einer essen gehen. Dann braucht man nicht ausführlich zu kommunizieren, sagt einfach, ich möchte gerne Sushi essen gehen, wer hat Lust? Das ist aber wiederum selbstbestimmt, wenn ich es abschalten möchte, diese Feature, dann ist sie abgeschaltet. Zweites Beispiel ist eine deutsche Firma namens OpenBC, Open Business Club, wo sehr, sehr genau der End-User die Möglichkeit hat, der Endverbraucher die Möglichkeit hat, genau einzustellen, wer was sehen darf. Also die technischen Möglichkeiten existieren, werden auch verwendet und machen die Kommunikation damit einfacher. Ich lerne Folgendes, dass nämlich Herr Beckstein mit dem, was er von uns wissen will, insofern antiquiert ist, weil Sie im Prinzip, also jeder, der so lebt und kommuniziert, wie Sie es tun, sehr viel mehr ohnehin über sich preisgibt, als Sie wissen wollen, oder? Also wir führen hier, wir haben hier die Diskussion vor 20 Jahren. Wissen Sie, das ist eine Art digitaler Exhibitionismus. Ja. Da muss ich mal sagen, das ist ja jedem unbenommen, sich nackt vors Fenster zu stellen. Ne? Aber, oder in Container zu begeben. Nein. Na gut, vielleicht ist es sogar noch strafbar. Ich muss sagen, er hat viele Vorteile. Sie am Tag davor? Wahrscheinlich weniger als die meisten anderen. Aber ich finde es interessant, einfach als Bild der Zukunft. Und ich glaube, dass es möglicherweise so ist, dass das Misstrauen, was bei vielen da ist, bei Ihnen überhaupt nicht da ist. Sie haben keine Angst, dass Ihre Daten verbergen. Er hat aber auch nichts zu verbergen. Er ist ja brav, angepasst, konsumiert auf hohem Niveau. Da ist ja nichts. Die Sachen, die uns vielleicht interessieren könnten, die sind nicht drauf. Also das ist für einen Kriminalisten ist die Seite... Ja, aber bei ihm finden Sie sehr viel schneller, was Sie wirklich... Also viel schlimmer ist, dass für 90 Dollar in den USA von fast jedermann die Telefonrechnungen kaufen können. Mit wem hat jemand telefoniert in den letzten 3 Monaten? Aber ich wollte doch gerade einen letzten Satz, wir müssen nämlich dann jetzt Schluss machen. Einen letzten Satz können Sie noch sagen. Und zwar der, dass wir wirklich hier in der Diskussion einen Communication Gap sehen, der sehr stark mit dem Alter zusammenhängt. Der Abgrund ist dass tief. Dass die Leute, Kluft, die Kluft. Heute eine Kluft in der Kommunikation, nicht mehr den Digital Divide, sondern Communication Divide. Zwischen kritischem Denken und also nicht die digitale Welt nicht verstehen, sondern es ist ein Generationenunterschied. Wer kommuniziert auf welche Art und Weise und da gibt es Unterschiede. Ich muss leider an dieser Stelle schon Schluss machen. Herr Weigel, vielen herzlichen Dank. Sie sitzen lassen, jetzt diese Generation. Genau, Protest. Dankeschön, Herr Weigel, dass Sie uns quasi noch mal den Blick am Ende dieser Sendung geöffnet haben für das, was in Zukunft alles möglich sein wird und wahrscheinlich dann auch Realität wird. Herzlichen Dank dafür, Frau Hoger. Danke für die Skepsis, die eloquente Herr Beckstein. Ich bin gespannt, was aus diesen Abhörtelefonaten in Bayern wird. Vielleicht möchte Herr Schaar das dann irgendwann mal überprüfen oder Herr Jansen. Vielen Dank fürs Kommen an Sie dreien. Jutta Ditfurth, herzlichen Dank für die kritischen Einwürfe. Und überhaupt, es war schön mit Ihnen allen. Vielen Dank. So, nächste Woche sind wir nicht auf Sendung, da ist nämlich Olympia. In 2 Wochen machen wir aber Bilanz, 100 Tage Große Koalition. Zu Gast sind Christian Wulff, Henning Scherf, Daniel Cohn-Bendit, Luc Jochimsen und Friedrich Nowotny. Und hier geht es jetzt weiter im Nachtmagazin mit Gabi Bauer. Schönen Abend noch. Oh.